Du hast aber auch einen Clown geschickt da hinten, ne? Ruhe auf den hinteren Plätzen. Das ist jetzt gut? Ja. Ich schwöre, beim Training schwitze ich nicht mehr so hart, ne? Siehst du überhaupt, Freunde, was? Nein, Bro, ich fahre einfach gerade so mit Augen zu. So, Freunde, es geht auf jeden Fall jetzt nach Leipzig. Boah, ich habe mir einfach die Vorfahrt genommen. Ja! Ich habe meinen Führerschein auch umlochtet worden, genau wie du, Keck. Wie gesagt, es geht auf jeden Fall jetzt nach Leipzig. Was wir da genau machen, habt ihr vielleicht schon im Titel lesen können. Der hatte die ganze Zeit die Klima an. Und deswegen bin ich krank geworden, Bruder, Walla. Ich habe geschlafen hinten. Und kennt ihr das, wenn die Klima an ist, dann werde ich direkt krank. Jeder, der sagt, Klima macht dich krank, ist krank im Kopf. In Leipzig haben wir was ganz Spezielles vor. Da gibt es so einen speziellen Ort, der uns empfohlen wurde, wo gesagt wurde, geht da mal hin. Das ist ein verlassenes Lager. Und dann leben Abhängige und die sind bereit zu stechen. Und damit meine ich nicht die Nadel in den Oberschenkel, sondern die stechen Leute, die da reinkommen, die unerwünscht sind. Und wir sind tatsächlich unerwünscht. Kurze Frage, iPad am Steuer, ist es das gleiche wie mit Handy am Steuer, weil iPad ist ja kein Handy. Was ist die gefährlichste Straße in Deutschland? Die Eisenbahnstraße gilt umgangssprachlich als gefährlichste Straße in Deutschland. Oh, fahr doch langsam. Hi. War das Blitzer, ja, ne? Ja. Oh, der hat mich fast erwischt. Einfach Passbilder gemacht, fast. Von dem Massen bis zum Messer. Bruder, jetzt ganz kurz, ich hab das Gefühl, das ist so eine Vorlesung in der Schule, Digga. Du erzählst mir so, was du gerade an der Uni gelernt hast. Junge, Leipzig ist gefährlich, Eisenbahnstraße ist gefährlich, da wo hingeht ist gefährlich. Macht euch auf was gefasst, schaltet euch an, Punkt. Wir sind genau 3 Minuten von der Eisenbahnstraße entfernt. Kurze Frage, Eisenbahnstraße? Geradeaus. Ist gefährlich, ne? Wieso? Ich hab gehört, das ist gefährlich. Ja, Bruder, das, da muss ich los. Ihr keine Ahnung, was er meinte. Alles klar, ciao. Ich glaube, da geht's schon direkt los. Die sieht schon so aus, als würde die hier ihr Unwesen treiben. Ey, hinten ist getötet scheinbar, ne? Da will ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Wo ist das Navi? Boah, Bruder, das sieht schon verdächtig aus, sehr, ne? Eisenbahnstraße. Die Leute fallen auf jeden Fall schon direkt auf. Fahr, Junge, fahr. Die Straße gehört dir, Brudi. Ja, noch habe ich nicht so ein krasses Bauchkribbeln, aber ich glaube, das kommt mit der Zeit. Du bewegst dich zu viel. Ich kann mich hier nicht. Er sagt, du bewegst dich zu viel. Sorry, dass ich das Auto fahre. Warte mal, das müssen wir ganz kurz entziffern, was da steht. Opris, Ors, Grenzen töten. Habe ich nicht verstanden, Digga. Wenn du graffiti-mäßig irgendwo ran sprühst, dann auch bitte ordentlich, Digga. Dass das auch jeder Mensch lesen kann. Wo ist die Eisenbahnstraße? Rechts. Nur das. Okay, was erwartet uns da als Nicht-Leipziger? Einfach mal schauen. Einfach mal schauen und mal gucken, ob man überlebt, ne? Nein, sehr schlimm ist nicht. Ist schlimm, haben wir gelesen. Dieses verlassene Lager muss hier irgendwo in der Nähe sein. Kannst du das bitte noch einmal sagen? Oh, Junge, hör auf, bitte red nicht mit der. Red nicht mit der. Schreib das nochmal bitte, Digga. Ich krieg Aggression, wenn ich diese Frau höre. Das Ding ist, wir haben ja noch nicht mal eine genaue Adresse, aber ich habe das Gefühl. Das Ding ist, wir haben keine Adresse, wir haben eigentlich nur Bilder im Kopf von den Videos, wie das da ungefähr aussieht. Und das sieht schon gut verdächtig danach aus. Ey, das Ding ist, weißt du, wovor ich am meisten Angst habe? So jetzt so abgesehen von den Leuten, die da sind, so, ne? Wenn da eine Ratte rauskommt, Digga, ich wäre komplett weg. Zuflucht gefunden. Ja, Bruder, das ist das. In einer leerstehenden Lagerhalle Zuflucht gefunden. Guck mal, siehst du das hier? Das sieht man da vorne auch. Das heißt, es müsste das sein. Digga, ich habe keinen Plan, wo wir hier sind. Siehst du, irgendwie ergibt das keinen Sinn, weil im Endeffekt, das ist doch voll so offensichtlich. Das ist direkt am Hauptbahnhof. Falls ihr euch fragt, was das ist Deo. Mini-Deo für Urlauber. Das ist genau da, ich schwöre. Das sieht hier schon gut abgefuckt aus, ne? Stell dir mal vor, eine Drohne in dieses kleine Fenster reinballern. Das ist eine Packung von der Spritze. Das habe ich beim Drop-In auch gesehen. Macht euch darauf gefasst. Heute werden keine Tattoos gestochen, sondern es werden mit Spritzen zugestochen. Boah, hier stimmt's echt. Please feel free to fill in. Alter, ich konnte noch nie Englisch stehen. Ich fühle mich gerade so eine SDK-Einheit. Guck, wie die da stehen, ey. Und ich bin derjenige, der das Haus sprengt oder Haus sichert. Da liegt ein Cheeseburger. Seht ihr den Cheeseburger? Ey, stellt euch mal vor, so eine Hand. Weil da ist viel zu viel Traffic, wie man in Englisch sagt. It's a little bit too much traffic for us and we have to be in the leise Situation. Ey, falls ihr Socken oder so braucht, hier liegen noch welche, ne? Was nur meine einzige Sorge ist, wenn ich jetzt die Tür aufmache, kann mich alles erwarten. Und dadurch, dass mein Arm ein bisschen ausgekugelt ist, kann ich da jetzt nicht direkt zuschlagen. Deswegen, gleich mach's ja mal auf. Ja, so viel Gerede finde ich. Das Schloss zu meinem Herzen. Guckt ihr das mal hier links an. Hier habt ihr einmal Hosen, da habt ihr noch so einen Fußballschuh, aber nur einer. Das heißt, das ist, ich weiß nicht, ist das linke oder rechte? Oh, Bruder, kacke. Mir passt der nicht, ich bin Linksfüßler. Guck dir mal die Jacke an, Bruder. Pass auf, dass du da nicht gleich abbrichst, ne? Guck, der Typ ist so groß, Maschallah, Junge. Der hat so viel Fruchtzeuge bekommen früher als Kind. Guck mal, wie groß der Typ ist. Sieht man da irgendwas? Boah, Bruder, das sieht echt gut dunkel aus, ne? Alter, Schädel, das ist ja gar kein Licht. Das ist echt kein Spaß mehr. Also jedes Lost Place, was wir da wirklich abgefilmt haben, ist ein Witz dagegen. Guck mal, wie gruselig das da drin aussieht. Das ist so ein Ort, wenn du da um 3 Uhr morgens reingehst, kann es sein, dass du irgendwann besessen rauskommst. Moin. Boah, das ist eine Ratte. Diese Missviecher. Was ist das hier für eine Umgebung hier gerade? Wir sind aus Hamburg. Wir haben einen weiten Weg vor uns gehabt. Das Ding ist, uns ist das hier gerade aufgefallen. Ich interessiere mich so ein bisschen für Altbau und alles. Und hier sieht das ja auch ein bisschen, ne, runtergekommen aus. Hat das irgendwie einen speziellen Grund hier, oder?
wird hier einfach nur renoviert. Ganz normal renoviert. Ich bin jetzt schon derbe eingeschränkt, weil ich einfach eine Ratte gesehen habe. Und es ist eine Ratte von vielen. Junge, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, die kommt jetzt von links nach rechts gleich gerast. Bruder, ich habe Angst vor Ratten. Ich sag dir ehrlich, Bruder, es kann alles kommen, was es will. Ich habe Angst vor Ratten. Sobald hier eine vor mir läuft, ich werde sie von hier bis Leipziger Hauptbahnhof kicken. Mit Liebe. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr auch so eine richtige Phobie vor Ratten habt. Ich ekel mich einfach übertrieben. Guck mal bitte, ich kann meine Füße nicht stillhalten. Ich schwör's euch. Willst du eine mitnehmen oder was? Ja, geil, dass die Antwort auch kommt, ne? Ihr wisst, ich wäre gerne dabei, aber das Problem, ich habe ärztlich vorgeschrieben, wirklich eine Rattenphobie. Und ich komme da nicht rein, weil, Bruder, da sind 100%, da ist ein Rattentreff. Und wenn ich da reingehe, Bruder, komme ich mit dem Herzinfarkt raus. Ich gebe euch eine Kamera mit. Ihr seid zu zweit, Jungs. Bei Ratten weiß man nie. Ich schwör's euch, ich wäre da 100% auch reingegangen. Wären da Menschen, das hätte mich gar nicht interessiert. Aber diese Viecher, ich habe wirklich eine Phobie. Ich ekel mich, wenn die an meinen Füßen vorbeilaufen. Ach du Kacke. Wie ist denn hier? Aber gut, dass man wahre Freunde hat, die in der Situation reingehen. Wenn ich irgendwo bei mir in der Gegend ein Rascheln höre aus dem Gebüsch, ich bin direkt am Sprinten. Hey. Hier, guck mal. Ich glaube, hier sind so Spritzenkappeln. Ich weiß jetzt ganz genau. Meine Theorie ist, das wurde hier alles abgefackelt. Weil hier ist auch alles schwarz. Gefackelt, sagst du? Hier jemand? Hier ist auch nochmal Spritze. Ja. Ah, hier ist nichts Besonderes. Hier sind nur Klamotten. Müll. Und ja, das war's auch. Also sieht es nicht anders aus wie bei dir zu Hause. Hier war übertrieben viel los. In den ganzen Häusern waren alles Abhängige, wo in den ganzen Häusern Spritzen und sonst was lagen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass da immer noch welche liegen. Wir müssen das richtige Haus finden. Am besten das richtige Haus ohne Ratten. Da ist die Spritze. Hier liegen halt ein paar Spritzen. Hier ist auch noch eine. Da steht auch noch eine. Da waren wirklich Spritzen. Aber lagen schon. Ich weiß ja nicht, ob die voll waren oder leer waren. Ja, das hättest du testen können. Da, wo wir reingegangen sind, da waren nur Klamotten. Krass, ja, dann ist das ein Outlet. Da hinten ist der Engel, oder was? Da sind übertrieben viele Spritzen. Ja. Da unten. Alter Junge. Ich hab das Gefühl, mein Auge brennt. Was ist denn da? Das Schneeklo, aber da ist Scheiße, da ist Durchfall, da ist alles in einem. Ich muss echt sagen, vom Gestank her übertrieben eklig, ne? Oha. Junge, sieht man das? Junge, da ist einfach noch eine Nadel dran. Soft Selen C. Ich habe keinen Plan, was es ist. Sie werden zur lokalen Hautdesinfektion und Reinigung von Injektion, Punktion oder Blutentnahmen verwendet. Ich glaube, wenn man sich eine Spritze gibt, macht man sich das dann wieder sauber irgendwie. Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Hier wurde was gebunkert. Ich weiß halt nicht, was das hier ist. Da ist sogar noch was drin. Sieht man das? Ja. Junge, da ist einfach noch... Drücken wir drauf. Da ist einfach noch was drin. Ein BH haben wir auch noch, nice. Das ist eigentlich schon so wie so ein kleines Outlet. Outlet for free aber. Guck mal, hier sind überall noch Unterhosen, Socken, Schuhe. Ihr habt alles, was euer Herz begehrt. Das ist echt so ein Paradies für Spritzen. Und überleg mal, es ist ja nicht so, dass die Leute sich eine Spritze pro Person geben, sondern die teilen sich die auch untereinander. Deswegen entstehen ja auch die ganzen Krankheiten. Ja, aber das stinkt so scheiße. Was hast du erwartet, dass es hier nach Rosenwasser riecht, oder was? Heftig, die ist noch frisch eingepackt. Ey, ich glaube, das war wirklich deren Küche hier gefühlt. Hier war das Chemielabor. Hier ist Chemielabor 2. So, das war's auf jeden Fall auch mit dem Video. Ich hoffe, es gefallen und unterhalten. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich muss auch echt sagen, es war eine heftige Erfahrung für mich und auch, glaube ich, für die Jungs. Weil im Endeffekt, man sieht das eigentlich sonst nur in den Filmen oder sonst wo. Und wir haben es halt einfach real gesehen, dass die ganzen Spritzen genau vor uns lagen. Es war schon heftig. Ich habe natürlich ein bisschen was anderes erwartet. Ich dachte mir, komm, da passiert noch ein bisschen Action. Vielleicht müssen wir uns da mit jemandem boxen. Aber dadurch, dass die ganzen Häuser da abgerissen wurden, war da tatsächlich keiner. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir da ein paar Leute noch vor die Kamera kriegen. Weil ich meine, vielleicht hätte das Video auch ganz anders enden können. Und zwar nicht mit diesem Outro, sondern vielleicht hätte uns auch irgendjemand verfolgt mit der Spritze und hätte uns irgendeinen Stich gegeben. Ist Gott sei Dank nicht passiert. Wäre natürlich ein bisschen krasser fürs Video. No, again, I'm not the same. Think of money,